Heute ein neuer Seilspringen-Test auf seilspringen-lernen.de. Herzlich willkommen. Und hier ist das neue Springseil von der Firma Sportastisch. Ein sehr sympathisches Unternehmen. Ich habe dieses Seil hier kostenlos für mich zur Verfügung gestellt bekommen und natürlich für dich, um dieses Review mit dem Springseil zu machen. Es ist zunächst in dieser Verpackung hier verpackt. Du bekommst dort zwei Springseillitzen, eine orange, eine blaue, vielleicht sind es auch bei dir andere Farben, aber zumindest sind das die Farben, die bei mir drin waren. Es ist das Premium-Springseil von Sportastisch und zwar das Premium-Springseil Jump Star, so wie es hier entsprechend schon auf der Verpackung steht. Gut, ich packe das mal zur Seite. Lass uns mal etwas tiefer uns das Springseil angucken. Was schon mal sehr auffällig ist und was sehr, sehr gut in der Hand liegt, sind diese Griffe aus entsprechend Aluminium. Und sie sind toll schon mal, dass sie etwas schwerer sind, also gut in der Hand liegen. Aber was mir noch insbesondere gut gefällt, ist diese Riffel hier hinten. Und zwar merkst du dann immer beim Seilspringen, wo du ungefähr bist. Und manchmal hast du auch dann die Möglichkeit, entsprechend die Griffe weiter nach außen zu schieben oder nach innen. Damit kann man so leichte Sachen eben halt korrigieren von der Länge des Seiles. Gelagert ist das Ganze hier in einem Kugellager und was hier ebenfalls sehr gut ist, und darum sage ich zu dieser Art der Seile immer Familienspringseil, du kannst es individuell einstellen. Du hast hier also die Möglichkeit, über die entsprechende Schraube hier, dort, das geht also auch mit der Hand zu lösen, das Springseil auf deine Länge einzustellen. Da immer wieder die Frage kommt, wie man ein Springseil einstellt, zeige ich es dir nochmal. Du nimmst also einen Fuß und dann nimmst du die Griffe und die Griffe müssen so hoch sein, wie dein Solarplexus ist sozusagen. Also hier kannst du sagen, so kurz unter dem Brustbein, wenn du hier hinfährst, merkst du also ja den Bogen und da ungefähr. So in dieser Größenordnung stellt man zunächst das Springseil ein. Für alle Leute, die anfangen und so weiter. Du wirst natürlich irgendwann mal sehen, dass die Springseile bei den Profis noch kürzer eingestellt werden. Das hat dann den Hintergrund, da die natürlich das Springseil springen schon jahrelang praktizieren, dass sie hier die Hände oder die Hände schon dicht an den Hüften haben und nur noch ganz wenig hier in diesen Hüften schwingen, um das Seil eben halt noch etwas länger und etwas schneller schwingen zu lassen. Gut, das kannst du dann später machen. Jetzt springen wir mal einige Sprünge mit diesem Sportastisch Jump Star und gucken mal, wie es sich macht. Ach so, weil ich hier gerade merke, du siehst, es ist noch nicht ganz ausgehangen. Das auch noch kurz als Hinweis. Man nimmt normalerweise, kannst du über eine Tür hängen oder über meinetwegen den Kleiderhaken, dass du eben halt dieses Springseil hier 1 bis 2 Tage dann aushängen lässt, damit es schön glatt wird und du dich dann entsprechend nicht verhätterst oder das Springseil zusammenzwirbelt. So, also lange Rede, ersten Sprünge. Das ist jetzt der Bounce Step, den du ja schon kennst. Dann der Side Straddle. Du siehst, das Seil schwingt gleichmäßig. Es ist schön schwer. Ja. Man kann auch wesentlich schneller springen. Und lächeln immer nicht vergessen. Du siehst, du kannst also auch die Intensität steuern mit diesen Seilen. Und was du im Moment nicht siehst, ich schiebe jetzt, so wie ich gesagt habe, die Griffe etwas mehr nach außen. Dadurch wird natürlich das Seil länger. Und jetzt nach innen wieder. Und damit merkst du, dass sie sehr, sehr gut in der Hand liegen. Und du dadurch noch die Möglichkeit hast, sie also leicht das Springseil zu verlängern oder zu verkürzen. Ja, du siehst, Sportastisch, eine neue Marke. Nicht nur bei Springseilspringen oder bei Springseilen, sondern hat auch noch sehr, sehr viele andere tolle Produkte. Ich verlinke dir in der Infobox einmal das Springseil und einen Link zu den anderen Sportastisch-Produkten. Und wenn du dich beispielsweise auf Amazon mal umguckst, dann siehst du sehr, sehr viele positive Bewertungen. Ein sehr gutes und durchdachtes Produktportfolio und ein sehr sympathisches
Familienunternehmen. In diesem Sinne noch einmal vielen Dank an Sportastisch für dieses tolle Springseil. Viel Erfolg uns gemeinsam und ich nutze es garantiert für einzelne Workouts, werde es dir dann entsprechend auch immer wieder sagen, oder auch für entsprechend Reisen, wo es natürlich leicht und einfach ins Gepäck passt. Bis zum nächsten Video. Dort werden wir wieder ein Workout machen, ein Seilspringen-Workout. Dein René von seilspringen-lernen.de. Bis dann und mach es gut. Ciao.